There's never fuss or a party, and only you can take me there. Wunderschönen hallo liebe Freunde und herzlich willkommen immer noch in Namibia. Heute ist der letzte Tag, beziehungsweise der vorletzte, letzte Nacht. Morgen fliegen wir wieder zurück. Der Is hat heute noch was Cooles vorbereitet. Is sitzt übrigens gerade vorne und fährt den Wagen. Ja. Ja. Oh, schön, mein Rücken gekratzt. Was ist der Grund, weshalb ich hier draußen sitze? Ganz einfach. 360 Grad um Jared, um diese Kamera herum, ist alles voll. Klamotten, Sabrinski, hier, Filinski, Jana vorne. Der Wagen ist voll. Deswegen müssen Chris und ich hier auf die Außenschienen dieses... Was ist denn das? Ein Jeep? Nee. Ein Toyota. Und müssen... Oh. Alter. Und müssen uns hier außen festhalten. Wir fahren jetzt einen Berg hoch und werden gleich in einer, das ist keine Lodge, ne? Das ist so ein Berghaus Berghütte, einfach. Berghütte, ja. Eine Berghütte. Wir werden auch gleich selbst Essen zubereiten, beziehungsweise Sabrina wird gleich was machen. Yeah. Alles klar, let's go! There's never fuss or a party, and only you can take me there. No, I don't want you for the night, cause I don't want this life to change. Yes, never live my life. Das war der real Snapchat-Filter. Connected to this, so be part of me. Lead me astray. Got you in my system. Yeah, I've been waiting. We did it! We did it! Look at this beauty! Eure Reaktion möchte ich jetzt sehen. Auf 3, 2, 1. Ich sehe das erste Mal in meinem Leben den Anfang eines Regenbogens. Normalerweise sieht man ja immer nur ganz, ganz weit weg den Anfang. Und hier sehen wir ihn. Können wir da hinlaufen? Schöne Küche hier, richtig geil. Zeig mal die ganze Wärme. Oh, hallo. Ihr wollt meine Crib sehen? Kommt hier rein. Hier ist der Herd, hier macht schön Wasser immer warm. Dann mein Bett. Schick. Kann man auf jeden Fall machen. Porzellanbettchen. Wasserbett. Yo. Dann hier meine Schüssel. Meine Schüssel. Happy Frühstücking, Alter. Jetzt kommt das Schmuckstück. Die Aussicht. Da wirst du dich, glaube ich, auch drüber freuen. Beim Klo einweihen, solch eine Aussicht zu haben, ist auch nicht ganz normal. Alter, was geht denn?